Da sind wir auf unserer endlosen Reise ins Nirgendwo. Unfassbar, dass das so weit weg war, ey. Boah. Also an das Wüstendorf erinnere ich mich sehr, sehr gut. Aber dass das tatsächlich hier so weit weg war. Und hier sind sogar noch Wüstenkarnickel, Mensch. Die würde man fast nicht sehen in dem Sand. So, da hinten NPC-Dorf. Nice. Weiß gar nicht, ob wir da auch schon waren. Auf jeden Fall in dem Wüsten-NPC-Dorf. Mit Sicherheit. Da weiß ich sogar noch, dass ich auf dem Weg nach Hause fast gestorben wäre, weil ich da irgendwelchen Sand weggebuddelt habe wegen Eisen und dann ist mir das Zeug da fast auf den Kopf gefallen. Die ominöse Mauer, die haben wir dort gelassen. Das war das Zeug, was wir unterwegs aufgesammelt haben, was wir nicht gebraucht haben. Da haben wir es einfach dahin gebaut. Da haben die jetzt halt eine Mauer. So, jetzt ist die Frage: Sind hier die NPC-Bewohner noch da? Ich höre was. Ha, ich höre was, aber wo? 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 Ah, hä? Da oben stehen welche. Okay. Interesting. Das habe ich denen ja gebaut hier, sonst wären die ja nie in dieses Haus reingekommen. Die sind aber auch hier alle random irgendwo verteilt, ne? Ich weiß nicht, sind das alles nur noch solche normalen Villager? Kann man mit denen keinen Handel mehr betreiben? Oder habe ich schon wieder vergessen, wie die aussahen? Weil in unserem Nachbardorf. Hoppala, haut er mir die Tür hier vor der Nase zu, der Idiot. In unserem Nachbardorf gab es ja dann zuletzt auch keine mehr. Das sind alles nur noch solche hier. Man kann mit niemandem mehr handeln. Das sind alles nur noch Standard. Scheiß NPC, hätte ich gleich gesagt. Hier ist noch was, halt. Entschuldigung. Wie kommt man denn in dieses Haus rein? Okay, ist ja interessant. Pass mal auf. Da kommt man irgendwie. Das erstmal alles zum Einsturz bringen hier. Ob hier irgendwo eine Tür ist, aber irgendwie nicht wirklich, oder? Hä? Der hat keine Tür in seinem Haus? Muss ja eine geben. Habe ich die noch nicht gesehen. Ich baue einfach mal hier einmal drum rum. Das gibt's ja nicht. Ach ja. Hä? Nee, warte mal. Das ist nicht. Jetzt bin ich in der Höhle. Also es ist ja völlig krank, das Dorf so weit. Uppala, bin ich auch noch nie gewesen, aber der hat, ach hier, na geil, hat zwar einen Ausgang, aber kann da nicht wirklich raus. Das heißt, der ist da zeitlebens wahrscheinlich gefangen schon. Da muss ich mal sehen, wie ich das hier mache, dass ich den mal mehr oder weniger befreie. Ist ja drollig, ey. Ja. Guck mal. So, da kann er jetzt wenigstens da raus. Na gut, das war jetzt eigentlich gar nicht mal so. Na, ist egal. Jetzt will ich bloß mal gucken, ist das auch wieder ein. Jetzt ist er schon weg. Ist er jetzt in die Höhle gegangen hier? Ja, ist auch ein normaler, ne? Kein Händler. Ja, gut. Dann, aua, ist das offenbar so. Dann kann ich aber leider auch nichts machen. Was ich eventuell machen würde, tatsächlich, jetzt muss ich nochmal kurz zurückgehen da, ist das hier mal ausnahmsweise zu plündern, weil die haben hier geile Bücherregale und sowas. Die vielleicht mitnehmen. Das wäre gut für uns. Ja, weil sowas hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Und das stört die auch, glaube ich, nicht, wenn ich das Zeug mitnehme. Sage ich jetzt einfach mal. Da haben wir nämlich ein paar Bücher und können unsere Bibliothek vielleicht auch mal irgendwann ein bisschen erweitern. Haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Ne, ja, so mit Verzaubern und so. Eine Workbench, na gut, die brauche ich mir selber aus 4 Holz, brauche ich nicht zwingend. Ja. Nee, ist sonst hier tatsächlich, ups, auch wieder nischt sonst. Also kein Magier oder was weiß ich oder Händler oder wie die Viecher heißen da. Ja, ist halt alles ein bisschen cringe. Ist ein, ja,
ein etwas anderes NPC-Dorf. So, da heißt, da gehen wir mal darüber zu den Nachbarn quasi und gucken mal, ob die noch irgendwas für uns im Petto haben. Oh. Mal nebenbei kurz eine Banane gesnackt. Weil mein knurrender Magen, der hat mich jetzt doch schon ein bisschen abgrundtief genervt. Und wir Schafe, ach, ob wir die jetzt wegen der Wolle und wegen des Fleisches, wegen jetzt unbedingt alle schlachten müssen. Sollen die Schafe Schafe sein? Hier gibt's Fisch. Fisch, 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 Fisch. Lachs, Lachs, Lachs. Komm her. Hau raus den Lachs. Ah, das nehmen wir doch. Die spawnen ja auch immer wieder neu. Ist also kein Problem. Bisschen Nahrung beschaffen, so. Weißt du, wie für schlechte Zeiten schon mal ein bisschen hamstern. War ich hier drüben? Da hinten sehe ich ja was. Oh mein Gott. Das ist jetzt ein neues Biom. Da waren wir definitiv noch nicht. War ich hier drüben in dem Dorf schon mal? Ist jetzt Frage Nummer 1. Kann sein. Muss aber nicht. Aber auch hier wieder nur. Kann das sein, dass sie die Händler mit dem 1.19er abgeschafft haben oder so? Jawohl, ich glaube, ich war ja schon, weil hier, das ist auch so ein Gebäude wieder drüben in der Wüste. Hier müsste eigentlich auch Bücherregal gewesen sein. Das habe ich mir wohl schon geholt. Scheint so. Es scheint so. Es muss nicht sein, aber es könnte sein. Weil das ist, glaube ich, dasselbe Gebäude wieder drüben. Und das hier ist, das ist, glaube ich, so, die laufen hier auch überall rum, die Viecher, ne? Überall in der Landschaft laufen die hier rum. Aber kein einziger Typ dabei, mit dem ich in irgendeiner Form handeln kann. So, und jetzt das Unfassbare. Ich habe da hinten was entdeckt. Die aufmerksamen Augen haben es sicherlich auch schon gesehen. Das ist, glaube ich, was komplett Neues, was ich da gesehen habe. Was komplett Neues. Oh mein Gott. Was zum Teufel. Ich darf eben nur. Da hinten ist noch ein NPC-Dorf, ist ja übel. Na gut, da hinten ist es relativ gut beleuchtet. Ich darf halt nicht die Orientierung verlieren. Weil ich muss ja irgendwie wieder nach Hause kommen. Gott. Ist das denn jetzt wieder? Das ist auf jeden Fall mal. Okay, also es ist. Sind das auch wieder diese Porzellansternchen? Ich frag. Nee, das sind Margeriten. Kann man aus Margeriten auch Farbstoff machen? Auch wieder hellgrau. Na gut. Dann nützen mir die nicht. Kann ich die ja wieder einpflanzen. So, jetzt lade, 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 lade. Da ist das nächste NPC-Dorf. Also so viele NPC-Dörfer auf einem Haufen. Das ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt das erste 1.19er Biom. Was es in keiner Minecraft-Version vorher jemals gegeben hat. Unter anderem erkenne ich das auch schon an dieser Unterwasserwelt. Diese ganzen Algen da, das ist ja sowas von krass. Das habe ich ja bei mir alles gar nicht. Boah, ach du Scheiße. Okay, das wird jetzt wieder was länger dauern. Punkt 1. Wir holen uns mal die Spitzhacke raus und schauen erstmal. Oh, hier Kiste. Oh. Okay, Weizen. Weizen, Kohle und eine Angel. Eine verzauberte Angel. Fluch des Verschwindens. Oha. Oha, oha, oha. Nicht, dass ich die Angel benutze und dann auf einmal weg bin. Okay, dann würde ich mal, also ja, erstmal gucken, ob ich das abbauen kann.
Kann ich. Das ist gemeißelter Steinziegel. Ja. Und bemooster. Wie heißt das? Hier, sag schon. Achso, hab schon keinen Inventarplatz mehr. Das ist ja Wahnsinn. Dann hau ich das mal eben ins Wasser. Das auch brauche ich jetzt alles nicht hier. Komm, weg, 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 weg. Hauen wir alles weg. Jetzt brauchen wir jede Menge Inventarplätze und haben keinen Platz für so einen Scheiß. Kies weg. Bruchstein weg. Erde weg. Nochmal Erde weg. Alles weg. Graue Wolle. Hellgraue Wolle. Hier, Weizenkörner wegkommen. Unnötig. Gut. Ui, ja, hier ist sogar ein Magma-Block. Ist ja kurios. So, das ist jetzt, komm schon. Bemooste Steinziegel sind das nämlich. Sowas. Im Kreativmodus habe ich damit schon gebaut. Und hier würde ich jetzt einfach mal sagen, auch hier ist sogar, guck mal, das heißt, das ist auch noch was anderes. Das ist nämlich Steinziegel und rissige Steinziegel. Also du hast ja so viele verschiedene Blöcke gleich wieder. Aber wenn ich einmal hier draußen bin, trage ich das natürlich alles ab und trage es auch mit Stolz nach Hause. Das ist Akazienholzbretter, glaube ich. Also hier hast du gleich mal ganz viele unterschiedliche Blöcke, wo rapide schnell unser Inventar voll sein könnte. Deswegen eines der nächsten Projekte, was auf die To-Do-List kommt, aber wahrscheinlich nicht mehr in dieser Aufnahmesession passieren wird, weil schon spät und schon wieder relativ viele Folgen und ich auch nicht, wenn ich weiter so viel vorproduziere, da bin ich irgendwann mal hier im Sommer angekommen, bis ich die letzten Folgen hochgeladen habe, glaube ich. Nein, Quatsch. Die letzte Aufnahmesession ging bis 28. Dezember und die jetzige, keine Ahnung, vielleicht noch ein, zwei Wochen länger. So, das heißt, den Magma-Block bauen wir auch ab. Nehmen wir mit. Wie gesagt, vielleicht können wir den ja mal irgendwann gebrauchen. Die Kiste habe ich jetzt schon? Habe ich ja, klar. Dann würde ich mal schauen, ob ich jetzt hier noch irgendwas finde oder ob das einfach nur so random in die Landschaft gekackt ist hier. Da ist auf jeden Fall wieder Magma-Block. Nehmen wir. So, und oh Gott. Da ist ja auch noch was. Das ist so ein Unterwassertempel. Oh mein Gott, da komme ich doch wieder nie im Leben in irgendeiner Form hin oder raus. Oder ich kann hier über dieses, da oben ist sogar noch hier, das sind solche Unterwasserlaternen, glaube ich, heißen die. Oh ja, da hat der Wolfi wieder was Neues entdeckt. Da muss er ja erstmal gucken, was hier Phase ist. Also hier kann man rum, da ist noch eine Kiste. Da ist wieder ein Magma-Block, den wir abbauen. Blub, 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 blub. Da ist sogar Ziel. Da ist sogar Ziegel. Ja, freue ich mich denn da drüber. So, was haben wir hier drin? Oh mein Gott. Ein verzaubertes Buch. Federfall. Ein Smaragd. Guck, brauchen wir also keine Höhle. Wir nehmen den einfach so mit. Kohle, Gold, Weizen. Noch mehr Kohle, noch mehr Gold. Jo, und das Inventar ist gleich voll. Krank. Im Zweifel würde ich dann eher sogar noch die Steinziegel wieder hier lassen und sagen, ich verzichte mal drauf. Weil so viel kann ich dann am Ende doch nicht mitnehmen. Kurze Frage, was ist das? Was ich da jetzt gerade aufgesammelt habe, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es, wo ist es? Habe ich überhaupt was aufgesammelt? Feuerstein, nö. Komisch. Gut, hier unten ist noch mehr Ziegel. Nehme ich natürlich das hier. Ist das einfach nur weg oder kann ich das aufsammeln? Heimatland, ich sehe gerade nicht mehr durch. Tja, wenn ich das mal gewusst hätte, dass ich sowas hier jetzt finde. Puh. Heilig. So, hier drüben ist dann noch sowas. Da ist auch noch Magma. Und eine Kiste unter Wasser. Auch stark. Eine Schatzkarte. Ja, geh mir doch vom Leib. Also pass auf. Rissigen Steinziegel nehme ich jetzt mal nicht mit. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Sage ich jetzt mal, das war dieser normale Steinziegel, den brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Den lasse ich auch mal hier, dass ich einfach mal ein bisschen Platz habe. Also eine Schatzkarte, das ist ja. Warte mal, was brauche ich denn? Ich muss jetzt hier echt mal mich ein bisschen entledigen von diversen Sachen, Leute. Oh mein Gott, wird das spannend gleich wieder.